Dann das Getreide im Dorf. Türen bei mir. Übrigens, oben bei uns im Wohnzimmer fehlten Blumentöpfe. Also Deko bei mir oben nochmal. Dann oben die Betten neu. Da gibt es ja jetzt irgendwie keine mehr. Fehlt noch was? Komm, sag an. Fehlt uns noch was? Fehlt uns noch was? Fehlt uns noch was? Türen haben wir, Betten haben wir. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war's dann erstmal. Wie viel FPS habe ich jetzt hier? Ah, okay, damit geht's. So, ich glaube, das liegt aber auch an den ganzen Tieren. Ne? Ist ja auch nicht so einfach, das alles hier zu generieren. So, was fehlt? Was haben wir? Ach ja, hier ging noch ein Ausgang. Ne? Ach, toll, hier fehlen auch alle Türen. Und hier fehlen einfach mal alle Netherwarzen. Oder sind da welche? Ups. Sind da welche? Ich glaube nicht, ne? Ja, nein. Juhu, ich habe keine Netherwarzen. Blöd. Ich bin der Meinung, das Feld war mal voll. Na gut, dann müssen wir auf jeden Fall da wieder welche anbauen. So, was war hier? Hier haben wir Kakaobohnen gehabt, aber die sind alle da, ne? Ja, die sind alle vollständig, das ist gut. Kakao muss ich also nicht nachfüllen, aber Netherwarzen. So, hier hatten wir, lass mich lügen, Karotten. Okay, die scheinen auch alle da zu sein. Hier haben wir Kartoffeln. Sind die Kartoffeln reif? Ich glaube ja, ne? Hilfe! Ja. Okay. Und übrigens, welche Mods ich benutze und welche Texturen-Packages oder wie es jetzt heißt, Ressourcenpakete, steht alles in der Videobeschreibung. Ne? Also nicht viel fragen, einfach gucken. So, was zum Teufel wächst hier? Weizen, ne? Der Weizen ist wieder weg. Ja, toll. Super. Dann ist er hier auch weg. Ja. Das war ja fast zu erwarten. Juhu, also Weizen im. Nee, gar nicht. Treibhaus. Schreib mir das auf, das ist besser. Treibhaus. Getreide plus Netawes. Das sollte ich hinbekommen. Netawes. So, okay. Ich finde es ja cool, dass meine Technik jetzt wieder halbwegs läuft. Ich hoffe, dass es auch dabei bleibt. Denn wie gesagt, gestern hatte sie einfach mal keinen Bock gehabt. Und sich gedacht, nö. Ein Jahr war mir eine zu lange Pause. Ich brauche jetzt einfach meine Ewigkeit, um wieder in die Gänge zu kommen. Ja, geil. So. Hier wären wir dann aber auch. Das ist doch schon mal schön. Ich wollte das sogar alles mit euch zusammen machen, weil ich mir so dachte, nee, mach's jetzt nicht einfach so. So, wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, meldet euch. Ich dachte gerade, das brennt. Aber das sind ja die Hühner. Neue kleinen Fickdinger. So. Plopp, da kommt was. So. Okay, Türen. Türen. I need some doors. Some many doors. Aber zuerst würde ich gerne die Taschen ausleeren. So, hier. Kies kann hier rein. Was habe ich denn noch? Steinchen. Ich weiß auch nicht, wieso ich so viele Steine hier habe. Ich weiß nicht, was ich als letztes gemacht habe, aber ich könnte gebuddelt haben. So, die behalte ich. Die können weg. Das Holz lassen wir auch mal hier. Ach ja, warte, ich kann ja jetzt. Ha, den machen. Dank einer App, die sich Inventory Tweaks nennt. So, wertvolles Futterkiste war hier. Kann ich hier das Fleisch reinpacken, das rohe? Ja. Ich weiß auch nicht, welche Kuh ich getötet habe. So, Eier. Okay. Dann keine Eier. ja, packen wir die mal hier rein. Was habe ich hier noch zu viel? Todestruhe. Cool, habe ich die umbenannt? Geil. Aber ich habe den Mod gar nicht aktiv. Death Chest Mod ist gerade gar nicht da. Weil irgendwie habe ich die Mod nicht mehr gefunden. Ich habe geguckt, aber der Entwickler hat sie nicht mehr zur Verfügung gestellt und dann war ich traurig. Ja. Okay. Ich glaube, wir sollten uns vielleicht mal von ein paar Tieren trennen. Ich wusste gar nicht, dass ich so viele Diamantsachen habe und hier alles so. Aber ein Eisenschwert, aber kein Diamantschwert, oder was? Ist ja billig. So viel schönes Zeug und ja, ich find's cool. Verzauberte Schere, eine normale Schere, Haltbarkeit 3. Warte, dann kann ich die normale Schere doch. Werkzeug. Hier reinstopfen. Schutz, Steinkohle zum Abbauen. Monster-Spawner habe ich auch noch einen, wie auch immer. Hier ist die Glückshacke. Trillionen von Bögen. Läuft alles. Okay, aber es ist gut, dass wir das alles haben. So, ich wollte jetzt Türen basteln. Davon brauchen wir jetzt 3 Stück. Oder auch 80. So, bam. Ach, mir geht nicht. Oh, ich muss zugeben, ich bin ein bisschen eingerostet, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sinnvolles Zeug quatsche oder wieder nur Mist. Ist immer so eine Glückssache fast. wir schauen mal. So. Hier kriege ich wieder so viele zusammen, ne? Wie viele brauche ich noch?
Machen wir mal zwei. Zwei dürfte ich hinbekommen. Komm, zwei kriege ich hin. Ja. So, und die letzten drei Balken nehmen wir mal so mit. Gut. Oh, läuft flüssiger. Super. So. Wo fehlten alles Türen? Da oben. Aber da gehen wir noch nicht hin. Ich würde sagen, wir machen das zuerst. Ah, im Dorf brauche ich wieder das Ding. Dann gehen wir erstmal nach oben. Dafür fehlen mir natürlich jetzt Betten. Zwei Stück waren das, glaube ich. Hm. Ein Bett kann ich ja machen. Nee, kann ich nicht. Kein Platz. Na gut, egal. Dann machen wir das. Erstmal so. So, gucken wir erstmal hier. Hier hat uns nichts gefehlt. Also ich muss sagen, der Connected Textures Mod flappt auch ein bisschen rum. Ich hätte gern ein Bett. Oder geht die Sonne wieder auf? Oh, pff, geht wieder auf. Na dann. Das waren 10 Minuten? Wie lange nehme ich den jetzt auf? Ach, doch schon 15 Minuten. Ui. Okay, geht doch wieder schneller, als ich dachte. So. Heftig. Also, hier hat eine Tür gefehlt, hier hat eine Tür gefehlt. Ich weiß nicht, ob ich hier schon welche hatte, aber ich hau jetzt hier welche hin. Hui. So, damit haben wir das auch. Dann haben jetzt hier keine mehr gefehlt, oder? Doch, hier. Ah, ist das nicht herrlich, Freunde? Ein Sonnenaufgang! Lalalala. Über dem Dorfe. Ein wunderschöner Sonnenaufgang. Folge 300 war das doch mit dem Klotz hier, ne? Wo ich gesagt habe, ey, Digga. Hier, die Geschichte von dem Krieger und dann, wo Zombies kamen, alles getötet haben und so. Die Türen. Wieso sind die so... eklig? Wieso sind die Türen so... So, nee. Pass auf. Zack, zack. Aber sie gehen richtig auf. Also sind die Texturen irgendwie... Herr Sommer, hilf mir! Texturen ein bisschen... Ich will nicht im Arsch sagen, ein bisschen... Ein bisschen hinfällig ihre Haltbarkeit. Alter, die Musik dröhnt auf den Ohren, wo bist du da? Hochwohlgeborenheit. Es wird Zeit, dass wir uns der Bauarbeiten dieses Hauses nähern und uns mit den Gründungen dieser Existenz des Lebens bewusst werden und klar werden lassen und so ein Zeug. So. Gut, genau, hier konnte ich ja Monster sehen. Oh, bam, bam. Stand ich drauf? Nein, ne? Gut. So, da hatten wir eine Tür, das heißt, da hat keine gefehlt. Hier haben wir wenigstens das jetzt alles wieder. Zwei Betten brauche ich oben noch, das ist schon mal etwas. So, wo haben in meinem Haus noch Türen gefehlt? Genau, jetzt ja hinten bei dem Dings. Bei dem, ihr wisst schon, wie heißt das? Bei dem großen Etwas, was dieses... Treibhaus, so. Das Treibhaus, ich hab's. Ach ja, so, da hab ich schon Türen gehabt, ne? Ist das eine Tür? Sieht das nach Türen aus? Ja, das sah türmäßig aus. Hier habe ich schon Türen hingesetzt, ne? Genau, damit die Viecher mir nicht reinlaufen. Fehlt noch irgendwo eine Tür hier? Ich hoffe mal nicht. Da oben waren keine. Da haben wir welche, da waren auch keine. Oder? Nee, gut. Der kleine Schäfchen auf der Brücke. Es war allein in seinem Stück. Es fühlt sich einsam und geborgen, doch irgendwie hat es Sorgen. Oh, ich bin gut im Reim. So. ja, was kann ich denn mitnehmen, was ich jetzt anbauen möchte? Ach stimmt, eine Zuckerrohrfarm hatte ich auch. Stimmt, das war das Steinhaus. Was für ein Quatsch ich alles habe. So, hier waren die Eier und das Zeug. Hier habe ich nichts mehr. Okay, dann waren meine Sämchen woanders. Wo denn? Genau, hier habe ich ein paar Samen, die muss ich gleich weghauen. Melonenkerne brauche ich nicht. Oh, es gibt verschiedene Blumen, ich muss Blumen anbauen. Ach ja, Frage, hatte ich hier so ein Braudingens? Weil ich meine, ich habe nämlich letztens gesehen, hier Brauzeugs und so. Ach, hier sind Nitterwarzen. Ich habe angeblich welche. Ne, also jetzt nicht Nitterwarzen, sondern hier, wie heißt das? Braugedings. Das ist Pflasterstein, okay. Also ich habe hier Brauzeug und ich wundere mich, wieso, hier ich nichts habe, womit ich brauen kann. Ich weiß, dass hier ein Kuchen stand, aber ich weiß nicht, ob hier so ein Brauding stand. Wenn da eins stand, dann sag mal Bescheid, weil dann schiebe ich mir da eins wieder hin, weil ich das nicht einsehe, dass so ein blödes Update mir alles kaputt macht. Hallo, Muku! Milka! So. Hier kommen wir hoch, hier auch. Ah ja, stimmt, hier waren die Viecher immer so blöd, sind hier hochgelaufen und dann genau auf den Baum rumgetapselt und wieder runter. Hey, ihr kleinen Viecher. So. Mache ich das von außen, oder? Lass das mal so machen. Zack, sieht schön aus. So, dann Nitterwarzen hätte ich ganz gerne. Dann bauen wir die mal wieder an. Bam.
Ich glaube, den Soul Sand hatte ich mir ercheatet, ne? Und ich glaube, die Nether war es auch.